Es ist wie beim Reisen. Früher benutzte man die Landkarte in Papierform, um seine Reiseziele sicher zu erreichen. Wer benutzt immer noch die Landkarte in Papierform? Oder doch lieber ein Navi? Das Navi kennen heute alle Leute. Wieso im Business ein Navi von Vorteil ist, erkläre ich dir in diesem Video. Hallo Leute, ich bin Hans-Peter Jost, Unternehmensberater und Inhaber der Jost KMU Consulting. Durch Visualisierung entstehen bessere strategische Pläne. Wie sieht deine Businessreisekarte aus? Immer noch in Papierform. Oder hast du bereits ein Navi, das dir bei Stau automatisch alternative Routen anzeigt? Alles wird digitalisiert. Prozesse werden automatisiert und das Ganze wird visualisiert. Auch hier führen viele Wege zum Ziel. Nicht für alle ist derselbe Weg der richtige. Um die richtige Auswahl zu treffen und bei Änderungen schnell reagieren zu können, eignet sich auch hier ein Navi. Hast du dein Navi schon konfiguriert? Ich gebe dir mit meinem Navi in den nächsten Videos ein paar Tipps und Tricks, damit auch du dein Business-Navi auf deine Firma maßgeschneidert konfigurieren kannst. Zusammenfassung: Digitale Unternehmensplanung visualisiert verschafft definitiv Wettbewerbsvorteile. Fazit: Wie sieht dein Business-Navi aus? Hast du keins, brauchst du eins. Empfehlung: In den Shownotes geht es zum Business Navi von Jost KMU Consulting. Mein Business Navi steuert Sie von der Idee zum Erfolg. Das Business Navi gibt Orientierung an jeder Kreuzung. Wenn dich das Thema Business interessiert, lass mir doch ein Abo da mit Glocke an. Teilt mir in den Kommentaren mit, wie euer Business Navi aussieht und wie ihr eure Unternehmensplanung visualisiert. Gerne dürft ihr das Video auch teilen und wenn es euch gefallen hat, danke ich für einen Daumen nach oben. Bis dahin wünsche ich gute Geschäfte und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.